Willkommen zurück, Leute, zu World of Warcraft Legion. Und wir sind hier immer noch bei den Knarzklauen. Und ich hatte das Glück, ein bisschen weiter zu laufen und zack, hatte ich den Glücksbringer. Ist ja immer so. Das war tatsächlich irgendeiner von den Viechern, der den Glücksbringer dabei hatte. Also wie in meiner Erinnerung. Und jetzt bin ich natürlich gleich zurückgelaufen hier zu dem Zornklaue. Wenn ich den Glücksbringer untersuchen kann, gelingt es mir vielleicht, die Verzauberung zu brechen. Habt ihr einen gefunden? Ja, haben wir. Danke, Alexiel. Was für ein seltsamer Gegenstand das doch ist. Ich kann die üble Aura spüren, die von ihm ausgeht. Eine mächtige Verzauberung. Bams. 1050 Erfahrung. Dann kommt die Druide der Klaue-Quest. Nachdem ich den Glücksbringer untersucht habe, weiß ich jetzt, was zu tun ist, Alexiel. Bitte nehmt ihn und führt aus, worum ich euch bitte. Ihr müsst euch der Tür zu der nahegelegenen Kammer nähern. Dahinter findet ihr meinen seelenlosen Körper. Und obwohl es mich sehr schmerzt, euch das jetzt zu sagen, sehe ich keine andere Möglichkeit, wie ich mich der Kontrolle der Knarzklauen entziehen kann. Damit ich mich von ihnen befreien kann, müsst ihr meinen physischen Körper töten. Sobald das getan ist, wendet dem Voodoo-Glücksbringer auf meinem gefallenen Körper an und wenn ihr diese Aufgabe erfüllt habt, kommt zu mir zurück. Okay. Das machen wir für ihn. Was soll er da auch als Geist herumtreiben? Sein letzter Wunsch ist uns Befehl. Jetzt können wir die Tür auch öffnen. Da öffnet sie sich. Und bams, töten wir die natürlich, die uns hier entgegentreten. So schnell es eben geht. So, die sind tot. Hallo. Kupferstücke haben wir bekommen. Ja, jetzt ist die Frage, sollen wir das hier im Voodoo-Glücksbringer benutzen? Bitte nochmal einen Leichnam. Können wir das machen? Ich bin geehrt. Wo kann ich oben Zornklaue finden? Lebt wohl. Ja, dann zeig mal, aber das wissen wir eigentlich. Der ist ja da vorne. Können wir das jetzt schon bei ihm machen? Oder wie ist es jetzt mit ihm hier? Hallo. Das ist ungültig. Alexei, seid vorsichtig, wenn ihr euch meinen Körper nähert. Ja, aber wir waren doch gerade da. Und da hat das nicht geklappt. Wo ist jetzt wieder mein Denkfehler, Menno? Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Kein Ding. So, ja, jetzt ist da schon wieder der Nächste. Können wir den? Toll. So. Das ist nicht ungültig. Sheila, wir wollen Zornklaue. So, jetzt haben wir ihn anvisiert. Ich hatte ihn anscheinend noch nicht ausgewählt. Die Schlaumeier. So, befreit oben Zornklaus Geist. Hier ist jetzt keiner mehr. Jetzt gehen wir wieder zu ihm zurück. Hin und her und her und hin. Ich habe den Umhang geändert. Jetzt haben wir einen grünen. Man kann aber Kleidungsvorlagen sammeln und die dann später beim Transmogrifizierer ändern. Da haben wir dann ganz viele Vorlagen, die ich schon gesammelt habe. Dann werden wir auch schöner aussehen. Ich habe mich endlich der Kontrolle der Knarzklauen entzogen. Danke, Alexia. Nun kann mein Geist auf immer friedlich im smaragdgrünen Traum verweilen. Vielleicht treffen wir uns eines Tages wieder, junge Freunde. Doch zunächst nehmt bitte diese Belohnung als Zeichen meiner Dankbarkeit. Yeah, und da sind wir doch glatt schon Stufe 9. Sehr schön. So soll es sein. Haben, wenn wir Stufe 10 sind, dann haben wir auch mehr Fähigkeiten wieder. Möchte ich jetzt da langlaufen? Nö, möchte ich gar nicht. War klar. Wo will ich denn langlaufen? Da möchte ich lang, oder? Huch. Ja. Können wir dann jetzt erstmal raus, oder? Ich glaube, wir haben hier alles erledigt. Wäre natürlich schön, wenn die uns jetzt mal ein bisschen in Ruhe lassen. Sag uns mal, wie wir hier rauskommen. In der Zeit schaue ich mal hier, gibt es hier irgendwas, was besser ist? Ist das hier besser? Man kann das hier auch ganz toll vergleichen. Aber das ist nur die Optik. Mir wird das Gott sei Dank immer angezeigt, was sowieso besser ist. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwas haben, was hier besser gerade ist. Außerdem möchte ich kein rostiges Kriegsbeil haben. Und ich habe natürlich nicht aufgepasst, ich Nase, ne? Hallo? Jetzt sag ich ihr, die soll mich rausführen und ich gucke nicht hin. Ich schlau mal, weil ich hier abgelenkt war. Da lang. Da lang. Da oben lang. Gut. Der grüne Rauch wird schneller sein als ich.
Sie bleibt zurück oder was ist jetzt mit ihr? Weiß ich gerade gar nicht. Hm. Ich glaube, die kommt nicht mehr mit, weil wir gehen ja jetzt nach draußen. Tülü. Ach ja. So, das war Knarzklauen und so. Jetzt sind wir wieder bei der Lichtung von Ben Ethiel. Hier müssen wir aufpassen. So, wo geht's jetzt hin? Jetzt können wir erstmal wieder zurücktrotten. Hm. Wie schnell bin ich im Zurücktrotten? Muss ich einen Cut machen? Nö, das geht eigentlich. Nur wenn uns hier die Biester entgegenkommen, dann dauert es ein bisschen länger. Aber mein Gott, da läuft auch jemand entlang. Wir machen aber weiter unser Ding hier. Ich brauche ein Ziel. Ich laufe mal fix weiter. Da vorne wird mir auch ein Pet angezeigt. Eigentlich könnte ich euch das mal zeigen, wie das so ist mit den Pet-Kämpfen. Wenn wir hier schon mal eins haben. Wir sind nämlich hier auf einem relativ niedrigen Level. Und ich muss die sowieso trainieren. Und in dem Fall ist es halt tatsächlich egal. Komm mal her, du Vieh da oben. Knarz. Kronenäule. Komm mal her. So. Das ist so wie Pokémon. Oder so. Also auf jeden Fall können wir jetzt zum Beispiel Sheila nehmen, mit der wir gerade rumlaufen. Und die können wir jetzt angreifen. Damit trainieren wir unsere Pets. Die können halt in dem Sinne auf die Art für uns kämpfen, was eigentlich ganz cool ist. Die könnten wir jetzt auch einfangen. Aber ich habe ja schon eine. So, die war schwach genug. Toll, das trainiert die Viecher. Und die kann ich halt auch nur so trainieren. Gerade hier in diesem Low-Gebiet. Mit meiner Blutelfe bin ich ja schon viel weiter. Da muss ich immer in diese kleinen Gebiete zurück. Und das habe ich immer gar keine Lust zu. Wunderbar, das kann ich dann immer hier so nebenbei erledigen. Auch da gibt es dann extra Quests für und extra Belohnungen und pipapo. Wie zum Beispiel hier oben, wird uns gerade auch angezeigt. Da können wir die Pets ein bisschen hochpimpen. Allerdings brauchen wir da eine höhere Stufe, als meine Pets gerade sind. Aber lässt sich sicherlich alles einrichten. Da vorne ist schon wieder eins und können wir den auch noch gleich mitnehmen. Trainieren wir die gleich mit. Komm mal her, du Pet. Kroneneule. Immer diese Kroneneulen hier. Komm, Sheila, gib alles. Sheila ist... nee, es ist Artemis. Ist ja gar nicht Sheila. Was rede ich? Das ist Artemis. Die ganze Zeit ist Sheila. Nö, die Kroneneule wollen wir nicht fangen. Die machen wir jetzt platt. Artemis kann auch stärker werden. Habe ich nichts gegen. Supi. Ja, ich denke immer, es ist Sheila hier. Hier, Sheila. Sheila? Sheila sieht nämlich so ähnlich aus. Ein bisschen bläulicher. Aber ob nun Sheila oder Artemis, naja, gut. In dem Fall ist es halt eher tatsächlich wie Mama und Kind. Deswegen lassen wir mal Sheila. Dann komme ich auch nicht durcheinander. Den Namen. So, wo ist jetzt hier Quest und so? Muss ja vorangehen. Wo seid ihr alle hier? Hab alles erledigt. Uschi, Knarz, Clown. Beeindruckend. Ich hoffe, meine Jägerin hat ihren Teil getan. Ja, klar. Die hat uns gut geholfen. Wenn wir mit diesem Eifer weitermachen, können wir Teldrassi vielleicht doch noch vor der Korruption befreien, die Alex Strase selbst nicht ausbrennen konnte. Vorsichtig. Alles klar. Ishnodaldi, Alexiel, die entführten Druiden der Kralle werden auf ewig ins Markgrundtraum gefangen gehalten. Wenn wir die Relikte des Erwachens nicht aus dem Grabhügel von Ben Ethiel im Westen herbringen können, jede Minute, die wir zögern, bringt ihr Schicksal. Ja, 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 komm hier. Ihr hattet Erfolg, junge Jägerin. Gut gemacht, gerade rechtzeitig, wie ich hinzufügen möchte. Ja, gut, ne? So, nächster Quest zu Ursaal der Raufer. Raufer? Jetzt ist die Zeit gekommen, die Druiden der Kralle zu retten, Alexia. Sollten wir jetzt versagen, sind sie für immer im Schlaf verloren. Ich werde die Relikte des Erwachens vorbereiten und das Ritual durchführen. Damit meine Arbeit Wirkung zeigen kann, muss die verfluchte Bestie, die für diese schreckliche Situation verantwortlich ist, getötet werden.
Es war Ursal, der Raufer, der sich in die Berufung unserer Brüder eingemischt hat. Und er ist es auch, der nun bezahlen muss, damit sie befreit werden können. Reist auf der Straße nach Nordwesten und macht den Pfad nach Norden ausfindig, der euch in die Kluft führt. Dort werdet ihr auf Ursals Höhle treffen. Lebwohl. Tschüssikowski. Wenn ich schon mal hier bin, können wir natürlich auch gleich mal ein bisschen handeln. Egal mit wem. Werden wir unseren ganzen Müll mal los. Zack, ist er weg. Ja, wir haben zwar hier auch was, was besser ist, aber haben wir auch hier was, was besser ist? Ich glaube nicht, wie gesagt. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht gerade, ob das nicht wirklich besser ist. Was haben wir denn hier über Handgelenkschützer? Habe ich überhaupt welche an? Oh, die habe ich jetzt verkauft. Das wollte ich gar nicht. Upsi. Ich sollte mal den Händler lassen in der Zeit. So. Dann können die weg, würde ich sagen. Was ist mit dem Umhang? Ist der besser? Der ist richtig schlecht hier, den wir anhaben. Eigentlich war der vorige sogar besser. Okay. Dann haben wir hier noch die Geschichte. Da, einen Gürtel hatten wir auch noch nicht. Die Axt brauche ich aber auch nicht. So, dann können wir das ja verkaufen. Weg damit. Das kommt noch unten. Ein bisschen wieder aufgeräumt. Leinenstoff brauche ich auch gerade nicht. Die Frage ist, holen wir uns diese Stiefel hier? Die sind irgendwie besser. Oder wollen wir was reparieren? Nee, wir holen uns mal hier die Stiefel. Wir haben nicht viel zu verlieren, ganz ehrlich. So. Das ist schon sehr schlecht. Das ist Stufe 1. Können wir gleich verkaufen. So. Jetzt haben wir ein paar andere Stiefel an, immerhin. So eine schicken Fußfreien. Sind die fußfrei? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, jetzt geht's da vorne lang. Die Straße entlang, wurde uns gesagt. Machen wir. So, das ist jetzt aber Sheila, die kommt mit. Sheila ist Stufe 6. Könnte besser sein. Fips ist, glaube ich, viel besser. Aber gut, ist egal. Ein paar Pets, die, ja, wie gesagt, etwas stärker sind, bräuchte ich sowieso. Ja. Da geht so ein Pfad entlang. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Tülü. Hallöchen. Ach, da ist aber ein Flugmeister, oder? Den hatten wir noch nicht. Können wir den vielleicht gleich mal mitnehmen? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Weil dann habe ich den Flugpunkt. Und wenn wir fliegen gelernt haben, dann, ne? So. Ist das richtig hier? Was ist da auf der anderen Seite? Nee, dann habe ich keine Lust dazu. Dann nicht. Nö. Ich werde jetzt hier keine riesen Umwege laufen. Da habe ich keine Lust zu. Die Frage ist für mich aber, wie komme ich jetzt da hin? Nordwesten. Bin ich dann hier richtig gelaufen? Hör auf, mich anzugreifen. Das ist gemein von dir. Oh nee, jetzt habe ich die doofe Eule. Das ist, den wollte ich eigentlich. Aber die Eule war eh nicht stark. Das ist gut. Lass mich in Ruhe. Das ist nicht nett von dir. Hier ist so ein Berg. Deswegen bin ich immer so verwirrt, wenn Berge sind. Ist das der richtige Pfad? Ich hoffe es. Hm. So. Da geht's nicht weiter. Ich will mich nicht verirren. Das ist mal das Blöde. Hm. Aber da geht die Straße entlang. Weiß man noch nicht, ob von links oder von rechts. Ja, wir sind schon wesentlich schneller. Ach, guck mal, da vorne ist auch eine. Doch, doch, wir sind richtig, ich erinnere mich. Da oben geht der Pfad lang, da müssen wir lang. Und ihren Quest nehmen wir auch gleich direkt mit. Guck mal, die reitet sogar auf so einem coolen Säbelzahntiger. Mondpriesterin Amara.
Die Straße nach Danassus muss sicher bleiben. Reisen, die von Dolanar nach Danassus führen, haben von furchtlosen Angriffen der verderbten Vorbox der Knarzklauenstammes berichtet. Jeden Tag gelangen auf diesem Weg wichtige Nachrichten, auch Waren vorne nach Danassus. Es darf einfach nicht sein, dass eine schurkische Bande von Heiden alle terrorisiert. Jägerin, greift im Namen des Heiligen Waldes zu den Waffen. Ihr Bau liegt am Ende dieses nördlichen Pfades. Erschlagt die Wegelager der Knarzklauen und erstattet mir dann Bericht. Ja, das geht natürlich so überhaupt gar nicht. Was machen wir? 1 von 8. Wir sollen ja sowieso hier lang. Dann können wir die auch auf dem Weg hier erschlagen. Und wir sind halt auch schon stärker. Das merkt man, weil wir viel schneller jetzt schon kämpfen als in den ersten Parts. Es geht relativ fix. Das finde ich gut. Ja, komm. 3 von 8. Tüdelü. 4 von 8. Das geht ruckzuck hier. Gleich haben wir den nächsten. 5 von 8. Wir laufen weiter den Pfad entlang. Den Berghügel hier hoch. So, 6 von 8. Titititite. 7 von 8. Oh, jetzt muss ich überlegen, wo ich lang muss. Wir müssen wir weiter hoch, ja, ne? Wir sind noch nicht angekommen. So, 8 von 8. Das haben wir erledigt. Das ist aber noch nicht ganz das, was wir wollen. Wir wollen da vorne, glaube ich, hoffentlich hin. Wenn ich auf dem richtigen Weg bin, dann weiß ich, was da vorne gleich kommt. Da ist dann hoffentlich diese doofe Hütte, oder was? Mit dem Anführer. Wenn es denn stimmt. Und wie viele von denen hier rumschwirren, echt? Also, schon recht nervig. Ja, das ist korrekt. Hier sollen wir hin. Haben wir ihn auch gleich, hier den Anführer-Typen, der hier alle rumnervt. Kriegen wir ordentlich Erfahrung für. Ursal, da ist er doch. Ja, komm. Ist immer so echt, man merkt immer, dass man so nur eine Fähigkeit hat. Jetzt bitte den hier. Tut mir leid, Katze. Jetzt sind die alle befreit hier. Die kommen hier raus, die Eulen. Ist das nicht schön? Die haben wir alle da rausgeholt. Ja, vielleicht haben wir dann wenigstens hier eine Belohnung oder so. Eine Kiste? Nein, gar nichts. Einfach nur den Typen erledigt und fertig. Schön. Ja. Na gut. Schade. Nee, ich brauche das nicht. Wir haben ganz viele Beutel, sehe ich gerade. Wahnsinn, schon so viele Beutel. Der hat noch was zum Einsammeln. Man weiß ja nie, was man hier so kriegt am Anfang. Nehmen wir erstmal mit. Jetzt können wir wieder zurücktraben. Tja. Sei denn, wir müssen da irgendwo hin. Nö, wir müssen sowieso zurück. Dann laufen wir zurück. Hoppi galoppi. Ein bisschen schneller. Zurück. Es dauert alles so lang. So, da vorne ist auch schon Abgabe bereit. Quest die Straße nach Danassus und Ursal der Raufe haben wir dann beides erledigt. Wunderbar, mit unserem total schicken gelben Umhang. Nicht schick. Ja. So, Mondpriesterin Amara, was sagt sie jetzt? Ihr habt den guten Leuten von Dolanar und Danassus gute Dienste geleistet, tapfere Jägerin. Als Mitglied der Schildwache von Deldrassir begrüße ich euren Einsatz. Ja, toll. Dann kannst du ja jetzt weggehen, dann haben wir dir ja geholfen. Schön für dich. So, da vorne geht's noch lang. Da können wir dann das nächste abgeben.
quasi hier um die Ecke. Naja, gut, um die Ecke jetzt nicht gerade, aber alles machbar. Sheila noch dabei, Sheila ist auch noch da. Jetzt kommen wir ein bisschen raus hier. Können wir ein bisschen mehr die Umgebung genießen. So. Wo ist er denn, der Vogel? Ich weiß immer nicht, wo die Leute standen. Da ist es ja. Schön. Im nächsten Part laufe ich dann natürlich da schon direkt hin, wo ich hin soll. Also dann müsst ihr nicht den langen Weg sehen. Das mache ich ein bisschen schneller. Da sind noch ganz viele Pets. Komm, die können wir noch mitnehmen. Ha, rotschwänziges Eichhörnchen. Da ist ein Fips. Und dann sollte man eigentlich auch mit Fips spielen oder so. Eichhörnchen gegen Eichhörnchen hineinkommen. Hier, das war mal ein Fips. Den greifen wir jetzt an mit Sheila. Sheila ist da gut gewappnet gegen. Das kriegt Sheila locker hin. Schon wieder Artemis, mit dem ich kämpfe. Das ist gar nicht Sheila. Warum immer Artemis? Ach, weil die ausgewählt sind, ne? Die sind hier ausgewählt. Momentchen mal. Ich habe hier nämlich Artemis drin. Deswegen. Ach so. Hier seht ihr auch eine ganze Menge von meinen Pets, die ich noch habe. Die Frage ist, wen ich reintue. Überlege ich mir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal habe ich irgendwie, gucke ich, wen ich da trainiere. Bei den Pets. Und dann ist das schon erledigt. Können wir hier hoch? Nö, so ein Hügel ist etwas zu schwierig für sie. Das ist zu steil. Zu anstrengend. Da rutscht man ja ab. Das geht nicht. Muss man außen rumlaufen. So, hier, wieder er hier. Hoffentlich hat er nicht noch ein Quest für uns. Hallo. Alexei, ihr habt euch als eine zutiefst würdige und geschickte Jägerin gewiesen. Oh, dankeschön. Eine Nachtelfe, welche dem Pfad der Ehre so sicher folgt wie ihr, findet mit Sicherheit großen Ruhm in dieser Welt. Ursals Tod bringt unsere einst schlummernden Druiden Sicherheit, doch die Quelle dieser Korruption ist noch immer in unseren Wäldern. Ich vertraue darauf, dass ihr dieses Böse mit der Zeit finden und läutern könnt. Zum Wohle unseres ganzen Volkes, ihr seid zum Großen bestimmt junge Jägerin. Ja, okay. Nö. Im Moment kannst du nicht so behilflich sein. Da vorne ist noch ein Quest, den wir annehmen werden. Ja. So, komm. Seid ihr nach Süden unterwegs? Zum Alamese? Wenn dem so ist, möchte ich euch um einen Gefallen bitten. Mein Kollege Denalan hat am Ostende des Sees ein Lager aufgeschlagen, in dem er die Pflanzenwelt Tarasil studiert und Experimente betreibt. Er hat in Danassus ein Päckchen seltener Erden bestellt und die Lieferung kam erst kürzlich mit Verspätung hier in Dolanan. Würdet ihr ihm dieses Päckchen wohl bringen? Ja. Na klar, wir machen alles. Jeden Scheiß machen wir hier. Und das gebe ich dann auch noch ab. Im nächsten Part von World of Warcraft, Leute. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Resttag oder Restabend oder wann auch immer ihr das hier seht. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann!